Nee, Freunde der Nacht. Heute ist nichts mit draußen. Draußen hat es 0 Grad, bin ich bescheuert. Ich war auch gerade noch einkaufen. Ja, so langsam aber sicher fragt man sich schon, woher kommt das alles? Warum ist bitte... Oh Mann, ey. Oh. Ich bin irgendwie schon wieder gestresst heute früh. Am frühen Morgen möchte ich eigentlich nicht gestresst sein. Bin's aber. Falls ihr euch fragt, warum Sonnenblumenöl und Mehl knapp ist, ist die Antwort, es kann ich euch mit einem einzigen Wort die Antwort geben: Globalisierung. Das ist das Wort dafür, dass Mehl und Sonnenblumenöl knapp sind. Warum? Das ist ganz einfach. 94%. 94% des Sonnenblumenöls. Ah, ist die Heizung schon wieder aus? Ja, tatsächlich. Unsere Heizung ist schon wieder aus. 94% des Sonnenblumenöls in Deutschland wird importiert. 94%. Und zwar der Großteil davon aus Russland und aus der Ukraine. Das gleiche gilt für Weizen. Ein Großteil unseres Weizens importieren wir aus Russland und der Ukraine. Und deswegen ist das bei uns knapp. Warum aber wird das Fleisch und alles knapp? Ja, weil einfach alle Produkte auch einfach teurer werden durch den Krieg. Und man muss dann ein bisschen ausweichen. Zum Beispiel, ich sage euch ein Beispiel. Es gibt im Discounter ja diese Hähnchenteile, die immer mehr zerlegt werden, wisst ihr ja, ne? So. So Hähncheninnenfilet und Hähnchenmedaillons einfach aus der Brust geschnitten, damit man 1 Euro mehr verlangen kann. Und die kosteten bis jetzt immer so um die so 7 bis 8 Euro. Ja, 7 bis 8 Euro. Und die kostet jetzt 10. 9,99 Euro. Also das Innenfilet und Medaillon und kostet 9,99 Euro. Für das Geld sucht ihr euch irgendwo einen Wochenmarkt, wo es ein frisch geschlachtetes Hähnchen gibt für 8,50 Euro das Kilo. Oder wenn ihr zum Beispiel Hähnchen Nuggets machen wollt oder so, ich weiß, das kann nicht jeder machen, ich weiß, aber holt euch einfach Hähnchen Schenkel mit Oberdingster. Diese Hähnchen Schenkel hat nicht nur die Sticks, sondern den ganzen Schenkel. Holt euch die und schneidet einfach den Knochen raus. Macht die Haut ab, entfernt noch ein bisschen dieses Flachs und Fett. Da könnt ihr doch wunderbare Nuggets draus machen, die sind nur noch butterweich. Und da kostet das Kilo nämlich nur 4 Euro. Der Vorteil, ihr habt super weiche Nuggets. Aber der geilste Vorteil ist, ihr habt den Knochen noch. Ihr habt ja noch den Knochen. Und wenn ihr immer den Knochen nehmt und einfriert, bis ihr mal so ein Kilo habt, ja, von den Knochen, könnt ihr auch noch eine wunderbare Soße draus ziehen. Und ihr habt einen Haufen Geld gespart. Ja? So. Und jetzt muss man einfach mal gucken, dass man zum Beispiel auch jetzt wirklich mal diese Discounter-Blättchen durchguckt. Ja, ich habe die alle hier, für Tumak brauche ich jetzt nicht. Ja, vom Schmidtmarkt, vom Norma, vom Edeka, vom Lidl, vom Netto und vom Rewe. Und die guckt man jetzt durch, was im Angebot ist. Und dann macht man eine Fahrt. Einkaufszettel, dann macht man eine Fahrt
weil der Sprit ja auch noch sauteuer ist. Fährt alle Läden ab und kauft das ein, was man angekreuzt hat. So. Jobhammer. 2 Millionen zusätzliche Stellen. Sehr schön. Also Jobs für jeden. Na hey, worüber sie sich gerade aufregen, da hat so ein Transgender an irgendeiner Uni in Amerika den Schwimmwettbewerb gewonnen. Und jetzt regen sich alle auf, weil er bei den Frauen mitgemacht hat. Er ist ja eine Frau. Ja. Er wurde als Frau in den Männerkörper geboren. Er ist ja eine Frau. Ja. So. Kann man jetzt drüber streiten, ne? Kann man doch jetzt drüber streiten, ob er da nicht seinen maskulinen Körper ausnutzt, um auf einem Gebiet besser zu sein, wo man vom Körper her eher unterlegen ist. Darf man so sagen, ja, ne? Und er gewinnt da jetzt halt alles, was er da wo er antritt. Und jetzt ist da eine riesen Diskussion entstanden. Er fängt aber jetzt auch schon an, sich umzuoperieren. Also ist bald wirklich eine Frau. Aber, ja, so ist es halt nun mal. Und wenn er eine Frau ist, darf er auch bei den Frauen mitmachen. So. Also, was gibt es denn für... Moment. Oh, Bild gibt es jetzt auch auf Telegram. Ich habe kein Telegram. So. Da haben wir natürlich den Ukraine-Krieg, ist ja klar. Und diese umkämpfte Hafenstadt, Mariupol, wo gestern ein Ultimatum ausgelaufen ist, weil irgend so ein russischer General gesagt hat, ergebt euch und wir lassen euch ziehen. Und die Ukrainer haben Folgendes gemacht. Und haben gesagt, ihr müsst uns diese Stadt aus den toten Händen reißen. Und da muss ich wieder sagen, Respekt, ne? Auch wenn viele nicht meiner oder einige nicht meiner Meinung sind und meinen, die Ukrainer sollten sich doch ergeben, da wäre der Krieg doch sofort zu Ende. Alleine für den Satz gehörst du weltweit am Internet gesperrt. Ja, die ergeben sich nicht. Die kämpfen in dieser Hafenstadt bis zum letzten Mann, wo sowieso fast kein Stein mehr auf dem anderen steht, weil die Russen so derbe in Kriegsverbrechen verstricken inzwischen. Denn das Bombardieren von reinen Wohngebäuden ist im Krieg eigentlich nicht, was heißt eigentlich, im Krieg nicht erlaubt. Das heißt, dieser ganze Ukraine-Krieg ist inzwischen ein Kriegsverbrechen. Und mir ist ein Rätsel, wie Putin da wieder rauskommen will. Wie will er da wieder rauskommen? Das versteht keiner. Wie will er denn da als Politiker, als Präsident wieder rauskommen? Gar nicht, kann er nicht. Er kommt da nicht mehr raus. Und jetzt ist es so, dass er auch merkt, dass ihm da langsam die Optionen ausgehen und er jetzt syrische Söldner anwirbt und Truppen aus Belarus und China um Hilfe bittet. Ich meine, Russland bittet China um Hilfe. Was sagt das über den Zustand von Russland aus? Wahnsinn. Oh, hier.
Cora Schumacher ist eifersüchtig auf Jenny Elvers. Nicht dein Ernst. Cora Schumacher und Jenny Elvers haben zusammen in einem Sat.1-Show Club der guten Laune gedreht. Mit dabei war Marc Terenzi, der Ex von Sarah Connor. Ja. Und beide Frauen, Cora Schumacher und Jenny Elvers, haben sich in den guten Mann verliebt. Und Marc Terenzi hat sich für Jenny Elvers entschieden, was ich übrigens auch gemacht hätte. Davon mal abgesehen, dass ich nie die Chance gehabt hätte, das auch so zu machen, ja. Ja. Heute steht Boris Becker vor Gericht und ihm drohen bis zu 7 Jahre Haft. Ja, weil Boris Becker hat wohl irgendwie 30 Millionen Schulden und soll angeblich einige Werte an seinem Insolvenzverwalter vorbeigemogelt haben. Und darum gilt es anscheinend heute. So. Moment. Ja, genau. Genau, darum gilt es heute. Ja. So ist es. Und Fritz Wepper ist auch schon 80, hat Corona. Und den Fritz Wepper kennt ihr alle aus Derrick, gell? Das war doch der Fritz, oder nicht? Der war der Fritz. Das war nicht sein Bruder, der war der Fritz. Gell? Gell? Hier schreiben sie zweimal, in welcher Privatklinik er liegt. Super. Schon mal was von Datenschutz gehört? Ja, ganz toll, oder? Was da so kratzte, meine Katzen, die hier unbedingt rein wollen, ist sie aber jetzt erstmal nicht lasse. So. Dann haben wir hier eine halbe Seite von einem, der Ballermann-Star werden will. Andi Latte. Hatte schon eine Abriss-Skitour in Österreich. Ist eigentlich... Jetzt klingelt dann das Telefon. Muss mal schön Stopp machen. So, da sind wir wieder. Wo waren wir denn? Bei Andi Latte, ne? Andi Latte, okay. Im Partykeller seines Hauses schmettert er ins Mikrofon. Er war wohl auf der Sauf World Records 2017 vertreten. Jetzt warst du auf einmal weg. Ja, jetzt warst du auf einmal weg. Nee, da kannst du, lass dir da nicht den teuersten andrehen, weil die gehen ja bis 200 Euro gehen die hoch, ja. Da reicht ein ganz normaler Router, reicht da. Ja, so 150 Euro, 180 Euro kostet der schon. Und geh in Hemmarkt, weil bei irgendeinem kleinen wirst du nur über den Tisch gezogen. Genau, ja genau, auf jeden Fall. Und falls du es nicht hinkriegst, komme ich vorbei und schließe dir an. Ja? Ja, ich bin daheim. Genau. Ja, ich bin daheim. Gut, ciao, ciao. Also nochmal zu Andi Latte. Eigentlich ist er ein seriöser Typ. Ja, so sieht er auch aus. Manchmal aber bricht es aus ihm durch. Ich zeige euch das Bild nicht, weil das verdirbt euch den Montag. Ja. Wer im Glashaus sitzt, ne, sollte nicht mit Stein schmeißen, aber das Bier gewinnt, der Ball ist rund, der Schiri blind. Also wirklich.
Ich habe festgestellt, dass es keinen Partysong für Kreisliga-Fußballer gibt. Dann habe ich halt eingeschrieben. 2,2 Millionen Aufrufe bei Spotify. Gratulation. Eigentlich spielt er Schlagzeug und hört Punkrock. Er nahm Gesangsstunden, das sagt er schon alles. Erste Auftritte im Bierkönig. Mit Schäfer Heinrich und Spektakel war er unterwegs. Ist nicht wahr. Habe ich beide Katzen auf dem Tisch. Ich suchte Liebe und bekam nur Whoopi-Bilder. Isabella nahm an 4 Kuppelshows teil. Habe ich euch schon mal gesagt, dass die Teilnehmerinnen an diesen Kuppelshows für mich Prostituierte sind? Habe ich das schon mal gesagt? Ich glaube ja, ich glaube, ich habe das schon mal erwähnt, ne? Dass das für mich persönlich sind das alles Prostituierte. Die kriegen Geld dafür, dass sie mit irgendjemandem im Fernsehen live Whoopi. Jetzt sitzt der natürlich auf meiner Bildzeitung, ne? Und ich kann nicht. Mein großer, dicker, fetter Tiger. Mein Lieblingskater, ich habe ja nur den einen. Okay. Also Mann, wenn ich solche Leute sehe. Ne? Ah ja, genau. Isabella. Ja? Ist für mich auch. Marketingkauffrau Isabella war schon in 4 Kuppelshows vergeblich. Aber auf Instagram bekam sie mehr als 1000 Zuschriften. Statt Liebe und Zuneigung bekam sie nur Whoopi-Bilder. Sie war bei Take Me Out, First Date Hotels, Date of Drobe und Liebeskarussell. Entschuldigung, aber das hat sie nur gemacht, nicht weil sie einen Partner sucht, sondern weil sie ins Fernsehen wollte und hoffte dadurch entdeckt zu werden. Und sie hat es ja auch geschafft, ne? Sie ist jetzt 36, sieht verdammt gut aus eigentlich und ist in der Bildzeitung, ja? Mode aus Miezen. Katzig, nicht kratzig. 6 Tote bei Karnevalsumzug. Ihr Motiv ist bislang unklar, die sind in den Karnevalszug gerast. Mann attackiert Ex mit Messer auf Autobahn. Sie erlitt Stichverletzungen, kam ins Krankenhaus. Ah, das sind so Witze, ne? Die Bildzeitung-Witze, ne? Gefängnis werde zum Sträfling, ihre Frau kommt sie besuchen. So, welche denn? Willst du mich verarschen? Nein, ich sitze hier wegen Bigamie. Betrunkener 14-Jähriger filmt in Damentoilette. In einem Einkaufszentrum in Zirndorf in einer Damentoilette mit seinem Handy gefilmt. Eine geringe Menge Marihuana und eine Schnapsflasche haben sie gefunden. Der 14-Jährige hatte 1,6 Promille. Meine Fresse, ey, was habt ihr für Kinder, ey? Ralf, 73, baut sich seinen Traumrennwagen selbst. Wie kommen die immer auf solche Leute? Fußgänger füttert Fuchs und wird gebissen. Fuchs? Apropos Fuchs. Ich habe einen toten Fuchs gesehen am Wochenende. War ja unterwegs. Ja, ich habe einen toten Fuchs gesehen. Ich zeige ihn euch jetzt. Der lag da noch nicht lange. Und was diese Hühnerfüße da sollen, oder vielleicht sind es auch Bussardfüße, ich habe keine Ahnung. Der lag da noch nicht lange, weil der war noch nicht angeknabbert und auch noch nicht verwest. Und als wir gestern dran vorbeigefahren sind, war er auch schon wieder weg. Den haben sie dann wohl doch noch eingesammelt. Ja. Und ansonsten kommt ja nur Fußball und Ferrari und nochmal Fußball. Das Einzige ist ja, Berlusconi hat geheiratet. Fast. Seht ihr? 85 heiratet seine Freundin, 32. Du musst halt nur erfolgreich sein, ne? Dann kriegst du mit 85 noch eine 32-jährige Freundin. Ihr wisst ja, ne? Das ist der Bum-Bum Berlusconi. Der kann noch. Mit 85 kann er seinen Whoopi noch in die 32-jährige stecken. Meine lieben Freunde, heute sind es nur 20 Minuten geworden. Es gibt einfach nichts zu berichten. Ja? Ich könnte aus einem Discounterblättchen vorlesen. Vielleicht sind die Preise inzwischen interessanter, als was in der Bildzeitung steht. Und ansonsten wünsche ich euch eine angenehme Woche. Ich habe überlegt, ob ich euch zeige, wie man diese Hähnchen-Dinger zerlegt. Aber das habe ich schon gemacht. Das Video gibt es von mir schon. Ja? Das habe ich schon gemacht. Hier gibt es ein Baustellenradio.
Und eine Makita-Bohrhammer. Makita ist das Lieblingswerkzeug meiner Frau und sehr teuer. Und hier gibt es ein Osterlamm für 2,49. Muss jetzt halt hier gucken, ne? Koppenraten, diese Meistertorte. Es ist alles ein bisschen runtergesetzt. Und hier Bärenmarke zum Beispiel. 70 Cent statt 1,19. Sowas kommt dann auf meinen Zettel, wo man dann sagt, gut, das ist jetzt. Ja. Oder hier auch, ne? Guckt, wenn ihr, wir hatten es am Anfang von Hähnchenschenkel. Also lasst uns doch mit Hähnchenschenkel auch aufhören. Hier gibt es im TK 2,5 Kilo Hähnchenschenkel gewürzt für 4,99 €. Könnt ihr mal ausrechnen, was das Hähnchenschenkel da kostet. Ja. Was soll ich dazu sagen? 1,50 oder so das Kilo. Versteht niemand. Ihr müsst ja nicht kaufen. Ich kaufe es übrigens auch nicht. Das ist so eine Sache, ich möchte das nicht unterstützen. Dafür für 1,20 das Kilo Hähnchenschenkel möchte ich nicht unterstützen. Weil wo die gezüchtet sind, möchte ich gar nicht wissen. Ja, möchte ich gar nicht. Ich habe einen Hashtag noch vergessen. Ne? Was machen wir denn heute als Hashtag? Wir machen ein Hashtag Hähnchenmedaillon. Mal gucken, wer von euch das richtig schreibt. Wir sehen uns die Woche noch. Ciao.